Freunde der Hirntötung. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal Reloaded. Yay! 10 Jahre habe ich drauf gewartet. Ich glaube, es ist jetzt 2 Tage her seit der letzten Folge. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen aus der Übung. Keine Ahnung, was wofür ist da unten? Sieht schlecht aus für uns da unten. Was machst du? Haltest das aus und was machst du? Du machst Reverb. Du machst Würfel. I see. Warte. Nee. Wenn ich so. Warte. Zurück. Das ist doch eine Jump-Plattform. Die schießt das doch da oben. Ja, was bringt mir das, wenn ich das da oben habe? Ich habe keine Ahnung. Nö, ich habe immer noch keine Ahnung. Ach, ich muss mich hier durcharbeiten. Der muss dann nachher dahin. Okay, aber das ist easy. Falsche Richtung, so. Hoch. Ja, aber das ist doch im Vergleich voll easy. Okay. Er ist doch jetzt drauf, oder nicht? Ja. Easy going first try. Oh, ich habe Angst, wenn das so einfach ist. Das macht mir jetzt da oben. Da muss auch noch ein Würfel. Wir gehen mal kurz in die. Kann ich hier? Ja. Wir müssen. Doch, wir müssen hier hinschießen. Warte mal, da geht er ja nicht durch. Aber wenn ich so mache. Nein. So. Ja! Student! Komm her! Wo muss der drauf? Achso, nee, den nehme ich jetzt mit. Der Würfel wird fallen. Und der hier wird disappearen. Wenn ich jetzt hier hinschieße. Nein? Kurze Frage, wie kriege ich den da hoch? Das ist keine allzu schlechte Idee. Aufstehe. Okay, nein. Obviously nicht. Der Student. Der Student, Leute. Hä, hey, das war jetzt voll easy im Vergleich zum Rest. That something horrific were to happen to this facility in the future, my protocol is to find a viable candidate that can withstand the effects of time travel on the human body and help to rectify whatever led to the tragic events of the future. Okay, aber that's where you come in. We need you to stop this test subject dead in its tracks and save the facility. Okay. Andere Frage. Warum war das Rätsel jetzt so ultra easy?
Also ich mache mir Sorgen, dass das nächste nicht so ultra easy wird. Aber das war jetzt im Vergleich zu einem normalen Rätsel aus Kammer, ich weiß nicht, was davor war, war das ultra einfach und das macht mir Angst. Da. Welcome to the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time and you will soon find the solution. Er hat irgendwas vorher von Zukunft geredet. Ich habe literally keine Ahnung. Wo wir hin müssen, was wir tun sollen. Töten uns diese Laser? Frage. Instant Kill. Okay. Ist das eine Bridge? Ein Cube, den ich nicht krieg. Cool. Da ist Time Portal Only. Da oben ist Knopf 4. Mein Gott, bitte was? Time Portal Only. Kurze andere Frage. Wie schalte ich diese Laser-Superstrahlen aus? Muss da also durchlaufen können. But what is it in another time? Sind die Laser auch an? Okay, hätte ja sein können. Ah, da ist der Block, okay. Den nehme ich jetzt mal mit in die Normal Timeline. I don't know. Bringt mir gar nichts. Weil ich habe ja den noch nicht geholt. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Nur so ganz langsam. Ah! Also, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das ist die letzte Kammer. Ich weiß nicht mal, ob es ein Bossfight oder so. Ich glaube nicht, dass es hier ein Boss war. Wir hatten ja auch niemanden, der böse ist. Ella, come on. Okay, perfekt. So. Schön, haben wir das. Das können wir nicht machen. Das müssen wir als letztes aktivieren. Because das Problem mit der ganzen Sache okay, ich hab eine Bridge. Wenn ich die Bridge richtig use, kann ich mich dann cheaten? Nee. Kann ich nicht. Schade. Das hätte ich hier rüberlaufen können. Welches darf ich versetzen? Orange, genau. Oh, jetzt geht es durch Raum und Zeit. Woher kommt das Portal? Habe ich das gesetzt? Nope, ich habe keine Ahnung. Also das hier muss aktiviert werden und das auch. Was? Oh, Testkammer 25, gut. Falls ich Hilfe brauche, weiß ich, wo ich sie kriege. Ja. Soll vorkommen, dass es mal ein bisschen schwerer ist in dem Game. Aber dass ich so gar keinen Plan von der Materie habe, ist auch. Also. But wait. How about the
How about this feature? Ich kann hier keine Portale setzen. Wenn ich hier ein Portal setze, löscht das die Portale wieder. Woohoo! Okay. Ich hab null Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung. Weißt du, das andere war so schön easy und das ist tot. Ich nehme mir jetzt den Laser hier mal ganz freundlich. Diesmal den. Auf die 1. Das ist eine Lösung. Andere Frage. Hier kann ich nicht durch die Zeit, aber. Ich kann auch kein Portal setzen, aber. So. Und jetzt Nummer 2 aktivieren. Hat gut funktioniert. Ist das da und was ist das da? Das ist halt so eine Sache. Jetzt ist beides, dann ist 2 und 3. Jetzt ist 2 aus. Die müssen hier beide aktiviert sein, damit die 2 ausgeht. Ah ja. Und jetzt kann ich kein... Also sobald ich ein Portal setze... Hochbuggen. Das ist Zeit, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber okay. Lass uns mal durch die Zeit steppen. Wissen Sie es nicht? Okay, hier existiert das gar nicht. Obviously, ich habe keinen Plan, was wir hier machen müssen. Aber halt auch mal wirklich so gar keinen. Jo, ich gucke im Internet nach. Ich habe also. Ich habe wirklich keine Ahnung. In welcher Reihenfolge, wie das jetzt ablaufen muss. Zeitportal kann ich doch auch hier hinsetzen. Was bringt mir das? War das that's the now time. Nee, ich guck kurz nach, bis gleich. Das wird so schlimm für mich zum Schneiden werden. Nur ganz kurz, das Video, ja, normalerweise geht ein Portal-Video, sagen wir, 5 Minuten. 5. Nicht mal 5. Das normale Video geht 10 Sekunden. Ja, von der Portal-Kammer. Das hier geht einfach eine Stunde. Also nein, nicht ganz eine Stunde, ihr wisst, was ich meine, übertrieben, aber... Das Video geht halt einfach doppelt so lang wie die anderen Videos. So, das war der erste Schritt, den man tun soll. Und dann hat er die Timeline gewechselt. Und dann muss ich jetzt weiter gucken. Okay, als nächstes... Nimmt er den Würfel hier. Taket ihn mit in die Past. Ja. Und platziert den Dudus hier hin. So. Orange darf ich versetzen. Ja. Der Student weiß, was er tut. Hier oder dann nicht. Schön, dass wir hier ein Zeitportal haben. So, wir sind jetzt schon mal Stufe 2, ja?
Ich habe wieder keine Ahnung, wie es weitergeht. Deswegen muss ich im Internet gucken. Wobei, ich würde gerne mal selber ein bisschen rumprobieren. Wo ist denn die 3? Komm. Die 3 ist da, aber die kriege ich... Also, da muss ich da am Portal... Ich habe hier doch Zeit. Ich glaube, mit der Zeit machen wir gleich noch was. Ich gucke im Internet nach. Bis gleich. Das Zuschauen bereitet mir Kopfschmerzen. Wir müssen... Ich bin aber auch zu allem zu blöd. Ja, noch eine Runde. Woo! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das falsche Portal geschossen. Da muss Orange hin. Okay, so müssen wir hier durch. Hä? Doch, das muss so. Stopp! Nein! Was denn? Och, ich muss den zuerst hier hoch. Geh schnell, 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 schnell. Zack. Zack. Zurück. Und so. Das macht Sinn. Ich krieg Kopfschmerzen davon. Ganz ehrlich, ich krieg Kopfschmerzen. Okay. Nächstes Rätsel. Ja, ich habe das Video gerade wirklich weiterlaufen lassen. Für 2 Sekunden oder so. Ehe mir das aufgefallen ist. Ja, ist gut, ich bin doof. Weiß. So. Ah, okay. Hier muss noch einer hin. Hier geht Time Portal. Das ist neu. Aber... Oh no, oh no, hier oben kann ich kein Portal, oh no. So, jetzt muss ich überlegen, es muss ja nachher hier lang fließen. Zu mir. Ja. Also halt, ich warte mal. Der liegt da hinten, ich komme an die gar nicht mehr dran. Außer ich bewege den jetzt Würfel. Ja gut, ich guck mir das dann doch nochmal an. Ja. Also ich habe mir den Würfel jetzt hier rüber schießen lassen, damit ich ihn hier hab, und ich hab's. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was genau ich gerade gemacht habe. Und ich glaube, das sollte eigentlich nicht passieren. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Ja. Now it's time for your real mission. Okay. Hier!
We will put you back in stasis until the day of the incident, and you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. Ja, hier ist der Exit, da muss ich doch hin, oder? Aber ich will nicht in Stasis, hä? Nö. Guten Tag noch. Tschüss. Warning. You are going the wrong way. Please be aware that escaping is not an option here. Ich escape ja nicht. You are too important. If you won't go voluntarily, we will be forced to destroy your current body in order to bring you back together in the stasis chamber. But this will be a small price to pay in order to help save the facility. Think of it as a sacrifice to science. Thank you. And ich kann hier nirgends ein, kann ich Zeitportal? Ich kann auch ein Zeitportal setzen. Ich habe aber keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Warning, you are deviating from your path. Facility power has reached critical levels. Was? Connection unstable. Ich gehe hier jetzt raus, ja? Das ist richtig? Ich habe halt keine Ahnung. Ich gehe da jetzt einfach mal lang. Das wird schon richtig sein, oder? Wir sind am Ende. Ist das eine Endcutscene? Bitte was? Also cool, ja. Tschüss, schönen Tag noch. Ich komme zum Essen wieder, ja? Danke, tschüss. Ich glaube nicht, dass es jetzt so gut war, dass wir entkommen sind. Da waren Zombies. Janis Brinkman. Ey, wahnsinnig cool. Vielen Dank für die coole Mod. Warte, ich verstehe das Ende nicht. Warum? Also, wir sollten zurück in Stasis, damit wir alles retten können. Vor diesen Zombies vermutlich, ja? Und dann wollte er uns töten auf einmal? That's so weird. Speziellen Dank an Gettles, kein Problem. Vielen Dank, Gettles. Wer auch, whoever you are. Thank you, man. Thank you very much for this mod. It's perfect. It's really, really cool. It was hard, but it was difficult, but it was okay. Sagte der Typ, der 5-mal im Internet gegoogelt hat. Leute, das war's einfach. Schön, wenn man immer mit dem Ende rechnet. Vor allen Dingen bei Portal kommen die Enden so überraschend. Das war auch schon bei Portal 2 der Fall, dass das Ende einfach viel zu überraschend kam. Gut, wie muss ich die Mod bewerten? Also an sich richtig cool die Story. Also Story-Elemente hatte es ja jetzt erst zum Schluss so ziemlich. Aber ich muss sagen, die Rätsel sind anfangs übersichtlich und ganz okay. Ich glaube, ab Raum, sagen wir 20 oder so, wird es echt zu schwer. Da hätte man ein bisschen Schwierigkeit rausnehmen müssen, damit das auch jeder Dösel hinbekommt. Also ich. Ich hätte es sicherlich irgendwann hinbekommen, nach 10 Stunden rumprobieren, mit gut Glück. Aber ich wäre schließlich auch hier schön durch. Ich will hier nicht 2, 3, 4, 20 Stunden aufnehmen, bis ich das habe. Super, wir sind mit dem Game fertig und heute kommt der 13. oder 14. Part von Portal 2.
Okay, immerhin habe ich ein Let's Play in der Rückhand. Das heißt, ich kann mich jetzt ein bisschen entspannen die nächsten Tage. Das finde ich toll. Naja, bis Dienstag, da gibt es den Mario Party Stream. Im Übrigen, heute ist der 9.01.2022. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Video kommt. Ich rechne mit 3-4 Wochen später oder 5. Keine Ahnung. Mal schauen. Also nochmal zurück zu Paul Reloaded. Mega cool, mega cooler Mod. Also gefällt mir wirklich. Hat seine schweren Punkte. Die Story zum Schluss hin ist auch ein bisschen weird, aber das mag ich. Das finde ich ganz cool. Es hat eine eigene Cutscene. Ihr müsst bedenken, es ist von Fans gemacht. Es ist kein offizielles Spiel und dafür ist es halt echt, echt gut. Also Portal Reloaded kriegt eine 2+. Die Schwierigkeit zieht halt bei mir noch echt die Note. Okay, dann bedanke ich mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Was auch immer das sein wird. Ich habe bis jetzt noch nichts in Planung. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao.